Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. Und Leute, ich würde sagen, zum Anfang hin zeige ich euch, wie ich meine Dinos benannt habe. Denn ihr durftet ja wieder Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich habe mir hübsche Namen rausgesucht, die ich euch jetzt erstmal zeige. Und diesmal habe ich auch direkt gleich durchgepasst. So, ja, wir fangen mit den Stegosaurus an, den ich Ultraborn genannt habe. Vorgeschlagen von Kiss My Skull 09. Okay, ja, er war ja der Stärkste. Er? Ja, ist ein Er. Er war ja der Stärkste von der letzten Folge und nices Viech auf jeden Fall. Sehr nices Viech. Gut, weiter geht es auf der rechten Seite mit meinem Prom Brontosaurus. Digga, zu wild. Den habe ich Big Bone genannt. Vorgeschlagen von Fini De Dini. Und ja, den Bronto brauche ich unbedingt, da ich seine Eier halt klaue und damit auf jeden Fall was herstellen kann. Haben wir das fertig? Gehen wir rüber zu meinem Unicorn, der sich hier im Stall befindet. Und ich habe einen zweiten Petros. Na Leute, sehr einfallsreich der Name. Petros der Zweite habe ich ihn mal wieder genannt. Lebt auf jeden Fall nicht lange. Nicht wahr, Petros? Gut. Also, mein Unicorn haben wir hier und das habe ich Twilight genannt. Vorgeschlagen von Kamikaze Kevin. Und ja, ich würde sagen, wir können ja mal das Unicorn später ausprobieren. Oder vielleicht auch, ich nehme es einfach mal mit auf die Schulter, ne? Wir hoffen mal, also drückt mal alle bitte die Daumen, dass das Ding am Leben bleibt. Ich kann es leider nicht versprechen. Digga. 429.000? Okay. So schnell wird, glaube ich, Twilight nicht sterben. Das glaube ich nicht. Aufheben. Okay. Twilight ist auf jeden Fall am Start. Süß. Und wir nehmen jetzt Petros den Zweiten. Denn ich habe keine Lust, dass Petros stirbt. Und wir fliegen, wie versprochen, zur Aberration-Insel. Und wir klauen uns ein paar Rockbreak-Eier. Und diesmal ein paar mehr. Denn ja, mit dem Flugdino ist das schon, ja, ich sag mal so, angenehmer. Ne, ist auf jeden Fall angenehmer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich bei der Aberration-Insel bin. Bis gleich. So, da wären wir dann nun. Digga. Und diesmal kann ich hochfliegen. Wer weiß, was da oben abgeht, Alter. Aber zum Anfang hin will ich mal kurz gucken, wie gut... Was haben wir... Achso, ist ein Dodo. Wie gut... Hä, wie steigt meiner denn ab? Hä? Hä? Seit wann macht er die Arme so nach oben? Hä? Hat das meiner schon immer gemacht? Wartet mal. Hier. Leute? Ist das... Hä? Ist mir das nie aufgefallen? Das sieht voll lustig aus. Yeah! Okay, anscheinend war das wohl schon immer so. Ich habe keine Ahnung. Okay, aber wir heben jetzt der Petros den Zweiten auf. Zug und zack. Setzen uns auf Twilight drauf und jetzt gucken wir mal. Zuck. Haha, nice. Okay, wir gucken mal. Ja, die hat... Ja gut, nicht der Rede wert. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Aber, ja, gut stark, aber das ist ja Nebensache. Es muss nur gut betäuben können. Ey, wartet. Hey, alles gut. Ey, wir sind Freunde. Ey, alles gut, Leute. Okay, ich habe mich mit dem Buschmenschen angefreundet. Wir sind jetzt Verbündete. Und wenn es hart auf hart kommt, werden sie mir auf jeden Fall helfen. So, wer hat sehr viel Tupur? Ich will gucken. Viel Tupur. Das ist alles so wenig. Ey. Wir sind Freunde. Alles gut. Ey. Freunde. Gut. Sie wollten gerade mich töten. Aber ich hab nochmal geklärt. Ja, ich möchte mich auch irgendwann bewegen können. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Aber Twilight heftig schnell, Alter. Diese Pflanze, ne, ist so schlimm.
So, ich laufe aber einfach weiter. So, hier muss doch irgendwas Heftiges sein. Ich brauche was mit sehr viel Tupur. Also letztens waren hier aber noch keine Menschen. Stopp. Ich höre. Ich glaube, ich kann hoch. Digga, was ist das denn? Alter, der Prom Dragon. Digga, diese Insel ist zu wild, Alter. Was? Oh, Alter. Ey, den könnte ich mir sogar mitnehmen. Twilight könnte den sogar down machen, aber sowas Heftiges will ich eigentlich noch gar nicht haben. Das Viech ist ein bisschen zu heftig, finde ich. Man könnte es halt machen, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Es muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir gehen erstmal weiter. So, hier, Digga. 100. 100, noch fast 1000. Perfekt. So, wir gucken. Okay, 50.000. 62. Ja, moin. Das Ding ist down. Geh weg. Geh weg, Mantis. Also, Twilight auf jeden Fall. Sehr nices Viech. Sehr, sehr nices Viech. Muss ich schon sagen. Ja, würde ich sagen, level ich mal auf Leben und ich möchte jetzt irgendwie schon gerne so den Drachen irgendwie ausprobieren, ne? Also irgendwie weiß ich nicht. Es ist verlockend halt, ne? Also, aber ich werde sterben. Kann er abfarmen? Ich muss mal gucken. Ah, gut. Twilight braucht auf jeden Fall Nahrung. Und wir können ja mal gucken. Also, wenn der Drache direkt hinter mir ist und ich treffe ihn die ganze Zeit, dann kann es möglich sein, dass ich ihn vielleicht mitnehme. Aber Plan war heute eigentlich nur, Rock Drakes zu holen. Also, ich weiß nicht. Wir gucken. So. Komm. Wir gehen einfach mal hin. Er ist eh zu nah an meiner Base. Ich muss eh irgendwas machen. Komm runter. Hier bin ich. Guck immer. It's Twilight Time. Digga. Da ist er. Ah, okay. Schreibt mal RIP. Oh mein Gott. Schreibt alle RIP. Komm runter. Oh mein Gott. Komm runter. Oh nein. Komm runter. Ich habe ihn schon getroffen. Komm schon. Er stinkt auf jeden Fall schon. Und? Komm. Er ist down oder was? Ist er down? Er ist down. Digga, er ist down. Ich muss nur noch den Pteranodon. Gut. Leute, ich weiß nicht. Ich wollte noch nicht so ein heftiges Viech. Soll ich es mitnehmen? Oh, ich weiß nicht, Leute. Oh, ich weiß nicht. Es ist so verlockend, ne? Also, ich weiß nicht. Alter, diese Pflanze, ich werde sie jetzt töten. Gut. Oh, Leute, was soll ich machen? Soll ich ihn mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen ihn einfach mit. Digga, was soll's? Ich hole mal kurz im Fleisch oder habe ich Filet irgendwie... Nee. Ich werde mal schnell mit dem Bronto klatschen da hinten und dann zählen wir uns den Drachen. Digga, warum? Ich wollte es doch gar nicht. Es ist Zufall gewesen, scheiß drauf. Es war eine Geste des Arggottes, also ich nehme es einfach mit. Ist doch egal, Leute, nehmen wir einfach mit. Gut, ja, das Fleisch habe ich jetzt. Und was machst du da? Hey, ach so, Mantis, ja. Könnte ich töten, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Lass ihn mal am Leben. Ich habe das, was ich brauche und ja, jetzt gehen wir zurück. Digga, es ist einfach zu wild, ne, dass ich jetzt diesen Drachen da mitnehme. Ist halt so eine Drachenfolge. Rock Drakes, diesen Drachen. Wisst ihr was, vielleicht gehen wir noch in eine Wyvern-Schlucht. Vielleicht, aber nur vielleicht, weil weit ist sie nicht entfernt. Da, nämlich da vorne, dieser große Berg, das ist die Wyvern-Schlucht. Ne, ihr wisst Bescheid.
Aber Digga, der Drache. Oh. Und Twilight einfach nur wild, muss ich sagen. Kann ich sehr gut mitzähmen. So, ja. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Gehen auf Prom Food. Prom. Zack. Jetzt werde ich den Drachen mal eben kurz anpicken. Denn ihr wisst, wie eine Taming Potion. Zack. Zack. Nahrung müsste jetzt auf Null gehen. Und wir ziehen das rein. Und der Drache ist gezähmt. Digga. Mein erster Drake. Und dann auch gleich so einer. Oh, Digga, die Zähne. Alter. Aber er hat gar nicht so viel Leben. Er ist wahrscheinlich gar nicht so stark. Aber, naja, es ist ein Drake. Ein übelst geiler Drake. Digga, den werden wir ausprobieren. Aber jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Kryokapsel. Den werden wir später ausprobieren. Denn jetzt erstmal, wie gesagt, ich möchte mir Rock Drakes besorgen. Aber trotzdem, ich freue mich wirklich übelst. Mein erster Drake. Ihr wisst ja, ich liebe die Drakes. Okay. Zack. Und los. Peter Doss. Du bist dran. Jetzt geht's los. Wir holen uns die schönen Rock Drake Eier. Wisst ihr was? Und die Wyvern-Schlucht, die machen wir einfach nächste Folge, ne? Denn diese Folge, denke ich mal, wird das hier ausreichen, was wir heute machen. Denn ich werde jetzt hier schon die Eier klauen überall. Und dann werden wir nochmal da oben gucken, was da so abgeht, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. So, hier sind schon mal keine Nester, aber ich will mal gucken, ob hier irgendwie so ein Dungeon oder so ist. Weil ich hätte persönlich mir so ein Dungeon hier gewünscht. Das wäre schon nicht schlecht. Aber ist nicht. Okay. So, und hier auf der rechten Seite haben wir gleich das erste Nicht-Rock-Drake-Ei. Aber da unten. Drachenboss. Mir wurde gesagt, der macht nichts. Okay, nee, das ist ganz anderer. Azura, Digga. Alter. Einfach Azura, Digga. Wollt ihr mal sehen, wie viel Leben der hat? Einfach mal 3 Millionen. Kann ich bestimmt klatschen. Wer weiß, mit meinem Drake? Mit meinem Drake kann es sogar möglich sein, wenn er so stark ist. Okay, aber wir gucken jetzt erstmal. Ah, die Melodie ist so laut, ne? So, hier haben wir auch kein Ei. Alter, die Melodie ist wirklich so laut. Ihr hört das ja nicht so wie ich. Die Melodie ist aber heftig laut. Und... Digga, hier sind keine Eier. Digga, wo sind die Eier? Hier ist auch kein Ei. Hä, war hier schon jemand? Da unten? Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Wir gehen mal weiter höher. So, hier? Hä? Digga, einer hat die Eier geklaut. Wir gucken mal hier. Digga, was ist falsch? Höher? Oh, hier sieht das schon nice aus, ne? Da auch kein Ei. Hä, die Eier sind weg. So habe ich mir die Folge vorgestellt. So und nicht anders. Es sind keine Eier mit da. Ja, wir haben ja zwei Rock Drake Eier, aber... Also, ich hätte mich jetzt schon irgendwie gefreut, wenn hier noch so ein paar gewesen wären, ne? Das kann doch nicht sein, Digga. Ich guck nochmal da. Ey, hier muss was sein. Rock Drake, Digga, komm her. Oh, da ist ein Nest. Es kann sein, dass da ein Rock Drake Ei ist. Gut, Hammer down. Alter, diese Melodie. So. Ich glaube, wir haben ein Ei. Nice. Ein befruchtetes Rock Drake Ei. Ja, ich fliege mal kurz. Denn die müssten gleich mich alle angreifen. Und da haben wir es, wirklich. 550 Level wieder. Nice. Aber leider nur ein normales. Ich wollte ja wieder ein Alpha, aber naja. Normal ist besser als keins. So, was haben wir hier? Hier haben wir keins mehr. Da ist ein Rock Drake ein bisschen verwirrt. Ja komm, wir gehen einfach jetzt mal höher. Oh, da ist der Drachenboss. Hinter mir ist der Drachenboss.
Ultros. Ey, das ist doch der Drache, den ich gezähmt habe. Also, der sieht fast genauso aus. Hä, der hat noch nicht mal viel Leben, Alter. 750.000? Ultros, na klar. Osiris heißt er, Alter. Geiles Viech, Alter. Sehr geiles Viech. So, mal sehen, was hier oben so abgeht. Ich war noch nie hier oben, Alter. Okay, ich höre nur Rock Drakes. Vielleicht ist hier noch irgendwas Geiles oben. Aber ich sehe einfach gar nichts. Aber er hier, Digga. Alter, guckt ihn euch an. Digga. Er ist so schön, ne? Und er ist riesig. Digga. Osiris. Alter, die ist an. Oh, greift er an? Nee, er greift nicht an. Herzinfarkt. Oder? Oh, ich vertraue diesem Drachen nicht. Oh, ich gehe weg. Ich habe Angst. Aber hier oben ist gar nichts, außer er. Hä? Wahrscheinlich waren hier Dinos, die hatten ihn angegriffen und er hat alle getötet. Ja, moin. Aber hier ist gar nichts. Ja, gut, ne? Da hinter mir überhaupt nichts ist. Und wir haben ja so gesehen, was wir wollten. Wir haben ein Rock Drake Eye und wir haben den heftigsten Drachen, den ich überhaupt jemals besessen habe. Und das heißt, ich gehe jetzt schön zurück zu meiner Pirateninsel. Dann werden wir 3 Rock Drakes ausschlüpfen lassen. Und dann, meine Freunde, werden wir den heftigen Drachen ausprobieren. Den ihr übrigens auch sehr gerne benennen dürft. Okay, Leute, bis gleich. So, da wäre ich dann wieder. Und es gibt eine kleine Planänderung, denn ich würde sagen, die Rock Drake Eier lassen wir wann anders ausschlüpfen, denn ich habe irgendwie Lust gerade mit meinen 9 heftigen Drachen in die Drachenschlucht zu fliegen, alle Drachen zu töten und noch die Wyvern-Eier mitzunehmen. Ist doch geil, oder? Yeah! Warum macht da immer diese Arme nach oben? Ich habe keine Ahnung, aber ich feiere es. Ja gut, dann gucken wir jetzt als allererstes, werfe ich mal den wunderschönen Drachen hin. Geil. Da ist er, Digga. Prom Drake. Er braucht wahrscheinlich keinen Sattel. Er braucht wahrscheinlich doch einen Sattel. Okay, jetzt hat er aber einen Sattel. Und wir werden uns jetzt draufsetzen. Digga. Rauf da. Okay, also. Machen wir kurz so. Zack. Das ist der wunderschöne Drake. Wie gesagt, schreibt einen super Namen in die Kommentare und vielleicht wird euer Name genommen und ihr werdet diesen heftigen Drake benennen. Aber ja, was kann er denn so? Linksklick. Digga. Okay, rechtsklick. Okay. Das will ich nur mal so sehen. Digga. Und hier unten? Alter, okay, okay, okay. Was kann er noch so? C. X. S, D, A, G. Fliegen. C. Rechtsklick. Okay, aber wenn er fliegt, macht er auf C auch dieses Feuer. Sogar mehr, oder? Nee, genauso viele. X, S, D, A, G. Hohoho. Ja gut, Leute, ne? Dann würde ich mal sagen, wir werden ihn jetzt ausprobieren. Oh, ich will nicht wissen, wie stark er ist, Leute. Ich will nicht wissen, wie stark er ist. Okay, als allererstes, bevor wir zur Wyvern-Schlucht gehen, gucken wir, wie stark er ist. Lande, Digga. Okay, normaler Biss 4000. Ne, hier 4000. Und jetzt Rechtsklick. Voll daneben, Digga. Ja, okay, okay. Ich habe mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Zack. Er ist jetzt nicht schwach, aber ich habe, wie gesagt, mit mehr gerechnet. Oh, wir gucken mal, wir gucken mal. 9 Millionen Leben hat der jetzt hier. Wir gucken mal. Okay, treffen muss ich auch. 9 Millionen Leben hat der. Wir gucken einfach mal. Hoch. 9 Millionen. Vielleicht zieht er ja mehr ab. Man weiß es ja nicht. So. Und man kann ihn noch entwickeln, ne? Ich denke mal, wenn er sich entwickelt, wird er halt heftig stark, ne? So,
So, wir prüfen. Ja, moin. Da passiert gar nichts. So, jetzt hier. Zack. 6000 noch was. 6000 noch was. Ist auf jeden Fall einer, der heftig aussieht, aber noch nicht so stark ist. Also, er ist schon heftig, aber nicht so heftig, wie ich es mir jetzt eigentlich gewünscht hätte. Komm, ich gebe ihm nochmal das. Ich gebe ihm nochmal das. Nahkampf muss auf jeden Fall noch ein bisschen. Da muss noch ein bisschen, Digga. Da muss noch ein bisschen. Aber trotzdem, für die normalen Wyvern wird das jetzt, denke ich mal, ausreichen. Ich hoffe, dass jetzt kein M4 Alpha oder so drin ist, weil das wäre halt echt scheiße. Okay. Auf zur Wyvern-Schlucht. Digga, das kann jetzt was werden. So, da wären wir dann jetzt bei der Wyvern-Schlucht. Also halt beim Eingang, ne? Also hier ist der Eingang. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt mit meinem Drachen da reinfliege, gucke ich nochmal mit meinem Pferd, was da hinten so abgeht, weil ich will irgendwie nicht, dass er stirbt, ne? Deswegen nehmen wir hier Twilight. Level bekommen. Wisst ihr was? Wir machen Bewegung hoch. So. Und jetzt gucken wir mal. Let's go! Digga, und jetzt kommen die heftigsten Drachen. Ein Schlag, ich bin tot. Das wär's jetzt. Aber sieht noch... Okay, da haben wir schon den ersten Drachen. Was haben wir da? Die sehen schön aus. Ein Amisa-Drache? Amisa-Lightning-Drache? Digga, die sind schön. Ey, die kann man so zähmen? Oh nein. Ich sehe nichts. Nein. Digga, nicht mit mir. Komm her. Dich zähme ich mir. Twilight Attack. Und down. So ein schöner Drache, Digga. Alter, guckt ihn euch an. Der ist aber echt schön. Ey, der ist zu schön. Den hätte ich mir eigentlich in einer anderen Folge... Ah, egal. Heute ist eine Drachenfolge, also scheiße drauf. Bist du das? Jo, er ist es. Zack, zack. Und es müsste die Nahrung auch schon wieder ganz schnell sinken, denn das ist ja wie eine Taming Potion. Ihr wisst es, ich sag's immer wieder. Wir warten kurz. Und die Nahrung fällt. Nice. Ein Amisa-Drache, Digga. Die kenne ich noch gar nicht. Ist aber schön, ne? Also sehen echt nice aus. Was hat er denn da? Digga, aber da ist irgendwas falsch bei dir. Digga, da ist irgendwas falsch bei dir. Ach, wisst ihr warum? Der sollte eigentlich liegen und das ist sein Kopf, glaube ich. Aber diese Drachen kommen mir irgendwie bekannt vor. Aus irgendeinem Spiel. Nee, der hat hier einen Fehler, guck mal. Hä? Was ist das? Und ich kann ihn schon reiten. Ja, moin. Geil. Aber da unten hat er irgendwie so einen Fehler, seht ihr das? Egal, aber mein allererster Amisa-Drache dürft ihr auch sehr gerne benennen. Was kann er so? Rechtsklick? Nice. Reicht auch. Linksklick, C. Geil. X. STRG. Okay, aber das finde ich echt geil. Also der kann sehr viele Angriffe. Packen wir erstmal zurück in eine Kryokapsel. Und ja, ich denke mal, wir könnten meinen Drachen jetzt holen. Oder ich guck nochmal. Wer weiß, was hier noch rumläuft. Wir gucken lieber nochmal. So ein, zwei Drachen von denen würde ich gerne noch mitnehmen. So, aber sieht ziemlich leer hier gerade aus. Digga? Hallo? Ja, moin. Wyvern-Schlucht ist leer. Ich hole meinen Drachen. Also das muss ich gerade ausnutzen. Die Wyvern-Schlucht ist komplett leer. Es kann sein, dass die Drachen gerade wieder respawnen. Denn vor kurzem wurde das War White Dinos gemacht. Das werde ich aber jetzt ausnutzen. Und zum Glück habe ich einen Drachen noch bekommen. Los, Crown Dragon. Wir holen uns jetzt die Dracheneier. Aufheben. Zack. Mal sehen, passt überhaupt da durch? Ja, er passt. So. Digga, ist ziemlich langsam, ne? Alter, er kommt mir gerade übelst langsam vor, weil ich mit Twilight gerade geritten bin. Aber er sieht immer noch am besten aus, Digga.
Er sieht immer noch am besten aus. Ja gut, dann gucken wir jetzt einfach mal. Okay. Und hier, guck mal, das habe ich gerade schon gesehen. Hier sind Türme, Digga. Aber das ist, glaube ich, nur Deko. Ich glaube, das war nur Deko. Wir können ja mal kurz gucken. Lass mich! So. Ich glaube, das ist nur Deko. Ja. Ah! Seht ihr? Ist nur Deko. Ah, schade. Schade. Hätte mich natürlich gefreut. Und da bin ich wieder drinne. Ist leider nur Deko. Vielleicht werden sie irgendwann mal daraus was machen, aber bis jetzt ist es nur Deko. So, Dracheneier. Sind ja meistens hier drinne. Da sind Drachen. Da kommen die. Okay, hier vorne sind keine Drachen. Da hinten sind aber schon deutlich viele. Okay, aber egal. Hier müssen die Drachen. Aber die Dracheneier liegen, glaube ich, auch auf dem Boden rum. Das hatte ich mal meinem Bruder gesehen. Wartet mal. Also auf dem Boden muss ich auch achten. Aber hier sind keine Eier. Hier liegt ein totes Viech. Jetzt ist es tot. Es war nur down. Wir suchen einfach Dracheneier. Komm, einfach suchen. Einfach suchen. Da haben wir keins. Ich gehe gleich mal dahin, wo die... Ach komm, wir gehen gleich hier hin. Hier sind ja auch die Drachen. Wenn ich welche sehe, dann hebe ich sie halt auf. So, was für ein Drache ist das? Wir gucken. Scheiße. Ah, nein. Was ist das? Digga, was ist das? Ich sehe ein Ei. Nehmen wir gleich mit. Und dieser Drache hier, gegen den ich kämpfe, der ist heftig, Alter. Der ist heftig. Der hat so viel Leben, Alter. Aber mein Drache ist halt stärker, ne? Zack, haben wir mitgenommen. Elementar Fire Wyvern, okay. Heftig, Alter, heftig. Und guck mal, ich glaube, mein Drache rackt sich instant hoch, oder? Oder aber auch nicht. Ah doch, er rackt sich instant hoch. Nice. So, was haben wir denn hier? Amisa Lightning Wyvern. Nehmen wir mit. Nice. Rüber damit. Was habe ich denn hier? Was ist das? Digga? Was ist das? Digga, was ist das? Hä? Leute? Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ist egal. Gut. Das erste Wyvern-Ei haben wir. Die Suche kann weitergehen. Und ja, da vorne ist ein Alpha-Drache. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Irgendwo hier war er. Digga, ich glaube, der wird nicht... da unten wieder Eier. Der wird nicht so schwach sein, der Alpha. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn, Alter. Da... Nee, Prime, Alter. 23 Millionen. Ah, scheiße, Leute. Ah, das sind noch... Ah, die sind alle noch ein bisschen zu stark. Kann ich absteigen? Ich glaube schon. Komm, wir nehmen das Rock Drake Eye auch noch mit. So. 590 Level nehmen wir mit. Wir gucken hier nochmal. Ich fühle mich irgendwie hier sicherer. Ah, da haben wir auch noch Eier. Nice. Alter, wo kommen die ganzen Drachen jetzt her? Ja, ich glaube, jetzt spawnen die auch. Es werden nämlich immer mehr. Stirb! Also ich muss schon sagen, mein Prom-Drache ist schon nicht schlecht, ne? Also er ist schon nicht schlecht. Aber an Stärke fehlt da noch ein bisschen. Ich denke, man muss ihn wirklich digitieren lassen. Weil dann wird er viel, viel stärker. So, runter hier. Näher ran. Okay. Zack. Alpha. Ein Alpha-Eiswyvern. Mitnehmen. Nein. Ich muss mich beeilen. Leute, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich hatte Twilight noch mit. Oh, wartet, ich höre. Oh, Digga. Okay, den ersten Drachen hat er platt gemacht. Soll ich ihn pfeifen? Eigentlich müsste er das doch schaffen. Ja, ich warte einfach mal. Digga, er hat noch gar nichts verloren. Er ist einfach zu stark. Komm, wir gehen runter. Irgendwo hier war Twilight. Hier.
Na, Twilight? Wie geht's? Komm, ich nehme dich mal mit. So. Ja, mein Drachen lasse ich ein bisschen austoben, also... Ich denke mal, das ist eine Leichtigkeit für ihn hier gerade. So. Gut. Ja, Level hat auch schöne bekommen. Nahkampf und... Wisst ihr, was das Geilste ist? Wartet, wir haben noch... Da. Alpha Ice Wyvern. Das ist der da vorne. Das ist der da. So ein Drachen habe ich gerade mit. Und der hat 790.000 Leben. Ihr wisst Bescheid, meiner hat höheres Level. Also, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Kann ich den nicht eigentlich töten? Erstmal neutral. Das müsst ihr eigentlich platt machen. Komm. Eigentlich müssen wir den platt machen. Hoch. Ah, scheiße. Ja, gut. Ja, gut, habe ich gesagt, dass wir ihn platt machen. Doch, das wird hinhauen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, ich bin noch eingefroren. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Sein Eis ist auf jeden Fall recht nice. Also, er kann mich richtig einfrieren. Das gefällt mir. So. Wir machen weiter. Weiter, weiter, weiter. Komm schon, komm schon. Nur noch ein bisschen. Okay, es dauert mir zu lange. Geh weg. Es dauert zu lang. Weg hier. So. Gut, hier können wir landen. So, jetzt können wir ganz in Ruhe ihn töten. Ganz in Ruhe ihn töten. Digga, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Scheiße. Jetzt machen wir weiter. So, nochmal hier. Zack. Alter, wie viel Leben der hat. Das ist der längste Kampf, den ich bis jetzt, glaube ich, hatte. Stirb doch einfach. Ach, endlich. Digga. Rack dich hoch. Das war mein längster Kampf, Alter. Alter, das hat so lang gedauert. Das hat so lang gedauert. So, ja, er rackt sich ja eh instant hoch. Das heißt, wir können weitermachen. Es war aber echt nervig. Also das war ohne Scheiß sehr, sehr nervig. Und jetzt gucke ich mal. Irgendwo hier sind bestimmt noch Eier. Da haben wir schon wieder welche. Ey, das kann doch nicht sein. Warum greift ihr mich alle an, Alter? Habe ich euch irgendwas getan? Ja gut, den werde ich auch mal kurz töten. So, noch ein paar Schläge und das Ding müsste tot sein. So. Gut. Haben wir. Ja, da, ich weiß jetzt nicht, ist... Wenn der mich angreift, wäre natürlich scheiße, ne? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er mich nicht angreift. Wo war jetzt das Ei? War es hier vorne? Digga, wo ist das Ei? Ah, hier. Gut. So. Gut, das nehme ich natürlich noch mit. Zack. Alpha, Fire, Wyvern. Ja moin, noch ein Alpha-Drache. Läuft sehr gut heute. Also sehr viele Alpha-Drachen und mein Prom-Drache, also. Ja, was möchte man eigentlich mehr, ne? Oh shit. Oh shit, was haben wir denn hier? Den ersten toten Drachen? Den? Wartet. Wartet. Den zweiten toten Drachen. Geil. Und Level bekommen. Machen wir weiter. So, der Alpha scheint auch weg zu sein. Heißt für mich, schön die ganzen Nester abgucken. So, Level, Nahkampf. Gut. Knochendrache nicht gut. 19 Millionen, ich muss weg. Ja, Leute, ich würde sagen, wir hauen ab. Wir haben uns ein bisschen die Wyvern-Schlucht angeguckt, aber ich würde sagen, wir hauen jetzt ab. Also, 19 Millionen, ich denke mal, der gibt mir einen Schlag, ich bin tot. Das lasse ich mal lieber. Wir haben genügend Drachen. Das reicht. Das reicht, Leute. Das reicht. So. Also, wir haben mehrere Alpha-Drachen. Dabei sind ein Ice-Wyvern, ein Fire-Wyvern, ein Alpha-Rockdrake, normale Drachen. Wir haben einen Amisa-Drachen. Wir haben einen Amisa-Drachen-Ei, Alter. Wir haben sogar einen Prom-Drachen. Also heute war eine richtige Drachenfolge. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich spring mal runter.
Zack. Und ja, wir beenden hier die Folge, denn mal ganz ehrlich, das reicht wirklich. Und ja, deswegen bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Kommi da und ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.